Viele sprechen ja beim Digitalen, bei der Digitalisierung von einem digitalen Wandel oder auch von einem Shift. Und solche Wandelprozesse, man sagt auch Revolution, die vierte industrielle Revolution und solche Dinge, die lösen ja nicht gerne auch Widerstände aus. Auch Widerstände eben gegen, was muss ich mich denn jetzt hier noch wandeln? Ich stehe kurz vor der Pensionierung, gerade noch 15 Jahre vor mir. Ich will jetzt keine Veränderung mehr haben. Und da muss einfach, glaube ich, jetzt was vorangehen. Da ist bedacht genug. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sagt man immer so schön, sondern ein Umsetzungsproblem. Ich denke, dass das Hochschulforum Digitalisierung ein besonders gelungener Ansatz deshalb ist, weil eben da die betroffenen Strukturen, auch alle Hochschulen in Deutschland, sich zusammentun und gemeinsam überlegen, wie bekommen wir eigentlich diesen digitalen Transformationsprozess gemeinsam hin. Das ist, glaube ich, ganz genau der richtige Ansatz, eben, dass auch die Betroffenen selbst, die Universitäten, die Hochschulen an der Stelle auch federführend über ihren eigenen digitalen Transformationsprozess nachdenken, dass aber die Politik in der Verantwortung steht, diesen Prozess auch mitzufinanzieren, anzuschubsen und sich dann möglichst auch beraten zu lassen in dem, was tatsächlich politisch notwendig ist. Weil das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, ist heute auch bei der Veranstaltung noch mal rausgekommen. Was genau an diesem Kulturwandel in der Bildung, glaube ich, notwendig ist, ist, dass wir hinkommen müssen zu dem Verständnis, dass Bildungsprozesse Dinge sind, die der Lernende selbst gestalten muss. Ich kann mich nur selbst bilden, niemand anders kann mich bilden. Dass also alles vom Lernenden auch ausgehen muss und dass wir vor allem dazu befähigen, lebensbegleitend, wir sagen nicht so gerne lebenslang, lebensbegleitend eben zu lernen. Das heißt also, das Lernen auch wirklich zu lernen, Bildungsprozesse selbst zu gestalten, Bildungsinhalte, Wissen zu generieren, neues Wissen zu finden,